Freitag, Leute. Das heißt, Zeit für den 12-Feed-Wochenrückblick. Die vier fettesten News dieser Woche sind folgende. Kanalangeln in Frankreich, neues Video online. Und zwar auf dem YouTube-Kanal von Nash Germany. Max Egger und Moritz Schuh waren schon öfter für Nash Germany vor der Kamera. Jetzt waren sie in Frankreich, begleitet vom deutschen Kameramann Sebastian Neger. Der hat die beiden dabei gefilmt, wie sie die Kanäle in Frankreich rocken. Die meisten von euch werden wahrscheinlich den Frankreich-Urlaub eher mit Flachlandseen, großen Stauseen in Verbindung bringen. Aber es gibt auch richtig geile Karpfen in den Kanälen in Frankreich. Das haben die jetzt unter Beweis gestellt. Episches Video, Hammerbilder. Bei uns auf der Seite gibt es einen Beitrag dazu, da ist das Video eingebettet. Außerdem hat der Max Egger schon in der Vergangenheit so ein, zwei Artikel beim 12 Feet Mac geschrieben zum Kanalangeln. Also wen das ganze Thema interessiert und wer von der Expertise von Max Egger speziell profitieren möchte, sollte sich das Video angucken und sollte die Beiträge auf unserer Seite mal ganz genau lesen. Location-Tipp. So fühlen sich verschiedene Untergründe mit der Lotroute an. Ja, Fishspy, Deeper, wir haben mittlerweile viele Gadgets, wie wir rausfinden können, wie das Gewässer strukturiert und aufgebaut ist. Aber es gibt auch noch die Oldschool-Variante, die Lotroute. Und die hat in manchen Situationen tatsächlich den ein oder anderen Vorteil. Sebastian Scheller erzählt dir, wie du mit der Lotroute die Hotspots findest, sagt dir, was für ein Setup du brauchst, um gut mit der Lotroute arbeiten zu können und schnell und flexibel am Wasser zu sein. Und wer auf diese Oldschool-Variante steht, das Gewässer zu erkunden, der sollte den Beitrag nicht verpassen. Und wenn du ihn schon verpasst hast, dann solltest du nochmal auf 12 Feet Mac nachstöbern und dir den Artikel reinziehen. Capture, frisches Klamottenlabel vorgestellt. André Rosenthal hat ein neues Klamottenlabel für deutsche Karpfenangler von deutschen Karpfenanglern gegründet. Und wir haben dazu einen Beitrag diese Woche verfasst. Das Coole an diesem Klamottenlabel ist, dass er besonders stark auf den Aspekt der Nachhaltigkeit achtet. Dabei geht natürlich nicht die Qualität der Klamotten verloren. Wir haben das Ganze mal auseinandergenommen. Und im Zuge dieses Reviews haben wir mit der Firma zusammen ein Gewinnspiel ausgelobt. Es gibt Klamotten zu gewinnen im Wert von 150 Euro. Eine Person wird das Ganze gewinnen. Wie du an dem Gewinnspiel teilnehmen kannst, erfährst du bei uns auf der Seite 12feetmac.de. Drohnen. Angeln oder Fische fangen? Yannick Wolf hat sich mit dem Thema mal kontrovers auseinandergesetzt. Drohnen sind in aller Munde. Drohnen werden mittlerweile von sehr, sehr vielen Karpfenanglern benutzt, um Fische zu spotten, um ihre Gewässer zu erkunden. Und dass das Ganze nicht immer nur cool ist und auch Nachteile bringt, wird in diesem Artikel einfach mal auseinandergenommen. Wenn du Lust hast, bei dem Thema mitzudiskutieren, schau gerne auch auf unseren Socials vorbei. Lass einen Kommentar da, wir gucken, wir sind da immer sehr, sehr sensibel, gucken, was die Community dazu sagt. Das ist ein Thema, was aktuell ist, was auch noch nicht zu Ende diskutiert ist. Also insofern, misch dich ein, wir freuen uns drauf. Ansonsten bleibt mir wieder nur zu sagen, schönes Wochenende. Ich lasse jetzt den Trailer von dem Video ablaufen, was heute online gegangen ist. Und zwar ist das Keep Searching Teil 5 mittlerweile mit Mark Hoffmann, dem niederländischen Angelspezi. Also, schönes Wochenende, viel Spaß beim Filmschauen, fangt was, euer Philipp. Tschüss. Was für ein krankes Ergebnis, 4 Fische am ersten Tag. Du kannst wieder schwimmen und dann gehe ich ganz schnell nach Hause. Danke, Junge. Als ich den Fisch im Netz hatte, setzte ich mich auf den Kescherstab. Der brach. Meine Warthose ist undicht, sie hat ein Loch direkt am Hintern. Außerdem ist meine Fernbedienung der Kamera kaputt.